So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt auf uns zu? Welche Spiele werden vorgestellt? Ist das Transformers? Transformers? Ohne Witz, was auch immer das ist, wenn das kein Multiplayer hat, dann weine ich. Dann weine ich. Sie sehen so ein bisschen aus wie diese Xenoblade-Roboter. Vielleicht hat es ja unter anderem mit Xenoblade zu tun, ich habe keine Ahnung. Demon Ex Machina? Okay. Okami? Was ist das? Fire Emblem? Das ist Xenoblade, oder? Das ist Xenoblade! Oh mein Gott, das ist die Pre-Story! Oh mein Gott, das ist die Vorgeschichte! Heilige Scheiße! Was? Da hat er noch gegen Marlos gekämpft. Heilige Scheiße! Oh, jetzt habe ich wieder Bock, Xenoblade zu spielen. Torna, The Golden Country. Genau deswegen haben sich Freunde von mir wieder Pokémon Go runtergeladen. Obwohl das Spiel noch nicht mal draußen ist. Also, dass man wirklich das gesamte Spiel mit diesem Pokéball spielen kann, ist verdammt cool. Aber ich frage mich, wie geht man da nach oben, links, rechts? Also, was drückt man da? Yo, Mew! Als ob! Also, wenn man sich den Ball holt, dann hat man automatisch Mew. Und dann kommt ja noch ein anderes Pokémon im Jahre 2019, was ja eine neue Generation sein soll. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Danke! Ich habe so gehofft, dass ein Mario Party kommt. Oh mein Gott, habe ich Gänsehaut. Shit, das sieht... Was, man kann mit Goomba spielen? Ja, jeder ist wieder auf seinem eigenen Feld. Das ist nicht mehr diese Automechanik. Oh, wie cool. Dankeschön, Nintendo. Das alte Spielprinzip. Oh, ich freue mich so krass. Ich freue mich so krass. Ich muss die bitte dieses Jahr. Nick freut sich bestimmt auch. Der wollte auch unbedingt ein Mario Party für 2018. Nice. Warte mal. Ich wusste es. Fire Emblem Three Houses. Ich habe kurz an Game of Thrones gedacht und dachte mir so, what the fuck? Der kommt doch bestimmt auch in Smash vor. Keiner kann mir erzählen, dass der nicht in Smash vorkommt. Kommt doch bitte ein Anime dazu raus, das wäre verdammt lit. Nein, Fortnite! Okay, also ich wusste, dass Fortnite für die Switch kommt. Also ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, da ich Fortnite lieber auf dem PC spiele. Aber einfach die Tatsache, dass es auf der Switch rauskommt, ich glaube, das wird Nintendo gewissermaßen helfen, glaube ich. Es kommen bestimmt Mario-Skins raus. Nur für die Switch Edition. Heute? 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 What the fuck? Auf Mario Tennis freue ich mich übertrieben. Also ich habe die Demo gespielt, zusammen mit Nick, als wir in Japan waren. Und das hat schon ziemlich Spaß gemacht. Kyoto, da war ich. Oh shit. Oh shit, jetzt schon? Ich bin nicht bereit. Leute, ich bin nicht bereit. I'm Masahiro Sakurai, my boy! Was? Mario kommt vor? Oh mein Gott, was? Please, take a look. Oh shit. Oh shit. Ist das Battlefield? Das neue Battlefield? Was zum Teufel? Der ist ja... Der sieht ja so shiny aus. Das ist aber die Wii U Engine, oder? Doch, das sieht ein bisschen besser aus. Ja, Mann, Breath of the Wild Link. Ich weine, wenn Ness nicht vorkommt. Oh, Zelda sieht ja nice aus. Die Ice Climbers? What the fuck? Es sind auf jeden Fall sehr viele Wii U Charaktere. Aber wo ist mein Ness? Okay, alles ist in Ordnung, Leute. Alles ist in Ordnung. Ness und Lukas sind am Start. Okay, wer kommt jetzt? Ja! Snake ist Bug, Baby! Gefühlt alle... Aus Wii U sind zurück. Dakantu ist auch wieder am Start. Da wird sich Genghis freuen. Warte mal, Toon Link und Young Link? What the fuck? Wolf. Lol. Die holen ja alle zurück. Die holen gefühlt alle zurück. Okay, und wie sieht's aus mit den neuen Charakteren? Jetzt bin ich gespannt. Aber dass Snake wieder da ist. Und Super Smash Ultimate. Yoshi Luigi. Ultimate, was für ein Baba-Name. Jeder fucking Charakter, der jemals in Smash vorkam, ist in diesem Smash. Das ist... Okay, jetzt verstehe ich auch, warum das Game Ultimate heißt. What the fuck is Marvel, Alter? Das ist das härteste Crossover. Wenn Mario jetzt auf einmal Cappy benutzt, dann weine ich vor Freude. Ja, Cappy ist da! Oh mein Gott! Aber ich finde es cool, dass die ganzen DLC-Charaktere jetzt ebenfalls von Anfang an mit dabei sind. Was ist
ja so heftig aus, was? Some fighters, like Captain Falcon, trigger a dramatic slow-mo effect on strong attacks in one-on-one fights. Oh, damn, sind wir hier in einem Anime oder was? Das finde ich cool, dass er jetzt auch steht, was das ist. Ah, das, wie geil! Wie geil, das ist auch so viel besser als vorher. Junge, die haben sich richtig Gedanken gemacht. Daisy! Was geht? Also habe ich das richtig verstanden, wenn man ein Echo Fighter ist, dann ist man nur ein, also ist man nicht nur ein anderes Kind eines bestimmten Fighters, sondern hat auch andere Fähigkeiten, andere, ja, andere Fighting Moves und so. Das ist ziemlich cool gelöst auf jeden Fall. Nach Waluigi! Warum? Warum? Macht ihr doch eigentlich als echten Charakter? Ich warte schon seit vielen Jahren darauf, dass Bomberman in einem Smash-Spiel vorkommt. Jetzt ist er endlich vorgekommen, aber er ist in Anführungsstrichen nur eine SS-Trophy. Fuck! Bam, dieses Spiel verursacht so viel Hype in mir. Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hype verspürt. All stages now have both Battlefield and Omega Forms too. Was? These versions hover above an abyss. Omega und Battlefield Version von jeder Stage. Junge, was ist dieses Spiel? Ohne Witz, dieses Spiel will es jedem recht machen. Und schafft es. Oh, shit! Was? Dieses Game liebt die Competitive-Szene. Nein! Nein, nein, nein! Die bringen nicht Ridley mit ins Spiel rein. Das... Sakurai hat gesagt, das ist nicht möglich, weil er zu groß ist, beziehungsweise... Nein, nein! Was?! Was?! Was zum Teufel?! Die Smash Community wartet seit Jahrzehnten auf Ridley. Seit Jahrzehnten. Digga, ich kann nicht. Das ist unglaublich. Das ist unfucking glaublich, was hier passiert. Ridley. Dezember 2018. Puh. Junge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich.